Oh, der Weg zur Arbeit ist immer so spärlich. Aber wir schließen auf. Und da kommen sie auch schon alle. Und ganz ehrlich, morgens um 8 zu stinken, kommst du von der Party oder was ist los hier? Werde gleich wieder alles verbraucht hier. Dinger auffüllen hier, die Reiniger. Nicht, dass sich hier wieder irgendwer nochmal beschwert. Warte mal, wie lange sitzt du hier eigentlich schon? Kollege, habe ich dich über Nacht vergessen? Habe ich dich einfach eingeschlossen? Wenn, tut es mir sehr, sehr leid. Das war keine Absicht. So, wir haben jetzt alles gekauft. Wir sind quasi kurz vor Level 23. Das sollten wir eigentlich erreichen. Wir haben 2000 auf der hohen Kante. Wir haben schon wieder eine Rechnung von 1600. Was ist denn das hier? 4 Tage haben wir noch. Das wird teuer. Was kriegen wir auf Level 23? Kann ich das irgendwie schon einsehen? Level 26 erforderlich. Oh, kostet 3000, ach du Scheiße. Das ist ja teuer. Das ist ja scheißen teuer. Ich würde die immer ganz gerne schon mal woanders hinpacken. Immer die. Kriegt hier noch ein? Ah, schade. Na komm, wisst ihr was? Der guten alten Zeiten wegen machen wir alles was auf. Ach Gott, sind das Beträge. Dann fängst du an zu heulen. Ja. Okay, 3000 haben wir fast zusammen. Wow, wie schnell hast du das jetzt gekauft? Weg mit dir. Gut, das heißt Level 23. Wir müssen jetzt einfach im Prinzip ein bisschen auf Kohle warten, damit wir dann genug Geld haben und gleich das neue Paket kaufen können. Hier können wir noch eine Karte ausstellen. Was haltet ihr von die hier einfach mal zu kaufen? Machen wir noch mal ein bisschen günstiger. Vielleicht ist es für euch dann interessanter. Denn ich brauche das Geld. Lass einmal ein bisschen Preise checken. Einfach mal so blind durchgucken. Komm, wir gehen auf den Marktpreis. Das habe ich die ganze Zeit gemacht. Gehen wir auf Marktpreis, dann passt das auch. 31 passt auch. Die Würfel 20 passt. 20, 46. 46. Oh, ist ganz schön gefallen. 37, 21. Das passt auch. Eieiei, das war. Da war ja kaum noch Profit dran. Was ist denn hier los? 29 passt auch. Lass mal hier auf 75 gehen. Damit machen wir wirklich sehr viel Gewinn mit den Dingern. Würfel können wir so belassen. Manche sind teurer, manche sind günstiger. Das ist nun mal so. Ja? Man muss ja die Leute ein bisschen locken. Die müssen ja in unseren Laden kommen und einfach kaufen. Blind. Die müssen mir vertrauen. Hab Vertrauen. Oh. Das ist gestiegener Preis. Die Dinger gehen so gut wie gar nicht weg, obwohl ich sie relativ billig habe. Ah, kleine 40. Ich hab das schon alles extra. Da wurde meine große Karte gekauft. Sehr schön. Das heißt, sobald wir Level 23 sind, können wir uns auch direkt das neue Paket kaufen. Dann würde ich jetzt mal vorschlagen, wir öffnen einfach noch mal ein paar Pakete. Vielleicht haben wir noch ein bisschen Glück am Morgen. Und ziehen noch ein paar gute Karten aus. Ich meine, 3400 auf der hohen Kante, 3500, das geht ja weiter. Ne? Mehr. Ich brauche mehr. Viel mehr. Sowas brauche ich nicht. Ich brauche was. Ich brauche gute Hits. Gute Hits. Das. Ja, es ist. Nehme ich, ne? So ist es nicht. Das nehme ich natürlich auch gern. Also nochmal so eine 1000-Euro-Karte, Leute. Komm schon. Ja, 43 ist schon mal besser. Das ist schon mal gut. Ne? Wir müssen ja. Oh Gott, ich mach das hier leer, das Ding, ey.
Wie machen wir denn am schnellsten EP? Gibt das 19 EP jedes Mal so ein Ding zu öffnen? Mal drauf achten. 18 EP. Mehr Karten. Ich brauche mehr Karten. So, 4000 haben wir fast zusammen. Das ist schon mal sehr, sehr schick, um dann das nächste freizuschalten. Und wenn wir das Paket haben, müssen wir erstmal sparen. Weil die Rechnungen werden jetzt richtig, richtig teuer. Und das könnte uns ganz schön auffressen, wenn wir die nicht bezahlen können. Ich weiß gar nicht, würde mal gerne wissen, ob das Spiel dann vorbei ist. Also wenn ihr da was habt, schreibt es mal gerne in die Kommentare, wenn ihr sowas schon mal hattet. Würde mich mal brennend interessieren. Was ist denn hier los? Gestern so einen guten Tag gehabt und heute? Heute verlässt mich das Glück. Was soll ich mit 11 Euro? Ey, ich nehme 11 Euro. Keine Frage. Aber es geht besser. Ja, sowas. Sowas. Man muss sich nur beschweren, da kommt das auch ganz allein. Okay. Wir machen die jetzt leer. Und dann gucken wir einmal rum, was wir vielleicht noch benötigen würden. 32, super. Ja. Ich würde jetzt gerne auf Level 23 kommen, ganz ehrlich. Ich habe Bock, das andere Paket zu verkaufen. Ich glaube, damit kann man ziemlich viel Profit machen. Und ich würde behaupten, die Leute reißen es mir auch aus der Hand. Cool wäre noch so eine Ecke, so Schwarzmarkt, wenn sowas eingebaut werden könnte. Boah, wir haben die 4 vorne stehen. 4000 Euro. Haben wir da stehen. Ich habe schon lange keine schwarze Karte mehr gezogen. Wollen wir ein paar von denen wieder öffnen? Ich wollte ja nicht was anderes machen, aber ich bin mein bester Kunde, sage ich euch so. Das da komme ich nicht drum. Ich dürfte niemals eine Kneipe betreiben, glaube ich. Allein das hat sich schon gelohnt. Guck mal, wie schön die aussah. Ich bin auch natürlich wieder direkt abgestiegen, also ausgestiegen. Ich habe durchgeguckt, was es Neues auf Level 23 gibt, aber ein Item gesehen, habe gar nicht weitergeguckt. Also das muss ich auch noch machen. Oh, noch ein Paket. Oh, wir haben gleich Level 23 erreicht. Also, levelst du schneller, wenn du Karten öffnest einfach? Also Pakete? So. 1, 2, 3, 4, 5. Oh mein Gott, noch 3 Stück. 1, 2, 3. Price. Unten, zack. So, jetzt müssen wir noch ein bisschen arbeiten. Wir müssen auch gleich mal das Licht anmachen. Die Kollegen wollen was sehen. So, nochmal reingucken kurz. Das hatten wir durchgeguckt. Level 23 kriegen wir nur diese Box neu. Die haben wir alle. Nur diese Box. Die Box ist eigentlich ganz cool. 25 bräuchten wir hier. Die müsste ich eigentlich auch nochmal wieder freischalten. Ich würde sie gerne haben im Laden. Da brauche ich Level 29 für das nächste Comic. Das habe ich noch nicht. Und auf 24 will ich eine coole Figur kriegen. Die sieht geil aus, finde ich. Aber da kriegst du nur 8 Stück. Die ist wahrscheinlich schweineteuer. Wir werden sie eine Lizenz, um das Produkt freizuschalten. Das kann ich kaufen. Wollen wir das mal machen? Wir sind jetzt Level 23, ne? Gleich. Gleich, gleich, gleich. Wir schalten das hier erstmal frei. 192. Kaufen wir mal 2 Stück. Hiervon kaufen wir mal 3. So, dann nehmen wir direkt den Preis fest. Oh, 87.
Nochmal 90. Machen wir 40 Euro Gewinn. 40 Tacken gewinnen, das ist doch gut. So, dann können wir die hier auch wieder auffüllen, damit wir auch selber wieder genug öffnen können. Die Box ist leer. Ist aber leer gegangen. So traurig. Leute, ich habe was Neues im Angebot. Kauft mir das aus der Hand, bitte. Ich brauche das Geld. Ich bin ein kleiner Ladenbesitzer und brauche das Geld. Okay, alles klar, die sind übrig. Wenn die über sind, sind wir dran. Pico! Pico! Geiles Paket. Richtig gutes Paket. Sehr, sehr schön. So muss das sein. So muss es einfach auch laufen. Einfach diese hohen Karten ziehen. Ziehen, ziehen, ziehen. Neue Karten. Mehr Geld, mehr Geld, mehr Geld. Mehr in den Laden rein investieren und so weiter. Ja, mehr, mehr. Ich brauche mehr. Und tschüss, Glück. Ja, Leute. Okay. Nehme ich. Dann lass die doch ausstellen. 1, 2, 3 bräuchte ich. 1, 2, 3. 1, 2, Polizei. Okay, die stehen. 1200 haben wir jetzt zusammen. Okay, wir tun es jetzt. Wir tun es jetzt, wir tun es jetzt, wir tun es jetzt. Wir kaufen uns dieses komische Fragezeichen. Ne, hier war das bei Figuren. Fragezeichen. Erwerbe eine Lizenz, um dieses Produkt freizustellen. Okay, Fragezeichen. Wow, sind die cool! Gib mir zwei. Ha! Die sind ja witzig. Oh, guckt sie euch an! Die sind ja witzig. Oh, bitte mach damit richtig gut Profit. 17 Euro nur. Machen wir erstmal 20. Geil! Das war cool. Ich kann sonst am nächsten Tag kein Turnier machen, Leute. Ich muss noch ein bisschen Kohle rankriegen. Könnt ihr noch ein bisschen was kaufen so von mir? So ein paar hundert Euro? So ein bisschen was? Das wäre noch schön. Sonst habe ich jetzt ich zu viel ausgegeben. Das wäre nicht gut. Das wäre gar nicht gut. Ach Gott, 300. Dankeschön. Wer doch mal war. Der hat ganz schön viel eingekauft. Bling, bling. 400 Tacken. Okay, für nächsten Tag reicht. Wir haben wahrscheinlich ziemlich viel Verlust gemacht. Aber wir müssen jetzt eigentlich auch sparen, weil wir die Rechnung bald bezahlen müssen. Oh, die Rechnung fressen uns auf. 53 Euro. Wow. Das macht so Spaß, diese Karten zu öffnen. Das ist... Wer hat sich dieses Spiel ausgedacht? Das ist so eine Sucht. Oh, nächster Tag. Sekunde, die machen wir noch auf. Meine Güte, ey. Wer hat sich den Spaß ausgedacht? Oh, 41 Euro. Also die Roten machen Spaß. Was das in der Box raushören kann. So eine Box, keine Ahnung, kostet 100 und du holst gefühlt das 20-fache raus. Guck mal, 800 Tacken schon wieder. So, wir schließen den Laden. 13 unzufriedene Kunden, warum das denn? Ich habe euch was Neues gekauft, schöne Plüschtiere. Boah, 1700 im Minus. Gut. Tag 50 schon, oh mein Gott.
Wir öffnen. Wir legen Karten hin. Kein Preis dafür. Okay, dann lass die letzten Pakete aus diesem Ding hier öffnen und dann geht's los. Entschuldigung, wenn das vielleicht etwas lauter kam, aber das war geil, das war gut, das war wichtig. Geht aber wesentlich besser. Hätte 0 dran sein können. Dann wäre ich hier völlig ausgerastet. Nee, okay. Oh, eins haben wir noch. Ich glaube, das wär's schon. Ah, das war nicht. Sehr schön. Gut, weg mit dem Müll. Okay, der Rest sieht noch relativ... Was? Ich hab's nicht verstanden. Könntest du es wiederholen, bitte? Wiederholst du das? Wiederhol es! Was kauft ihr denn so? Karten. Möchte jemand eine Biene kaufen? Nein? Keiner? Oh, die sind schon... Oh, da sind schon 2 von verkauft worden. Okay, ich muss trotzdem noch einkaufen, bevor ich die Rechnung bezahle. Also das brauche ich nochmal. Warum geht die nicht weg? Okay, ich brauche die gelben Boxen. Ansonsten eine Collectors Edition wäre noch ganz cool, nochmal eine zweite zu haben. So ein und so ein, das kaufen wir schon mal. Komm, dann kaufen wir das jetzt auch. Aber wir müssen gleich alles draußen stehen. Upp, lass mich durch, ich bin wichtig. Hä? Waren hier nur... War das ein Grafikfehler oder waren hier wirklich nur 3 drin? Okay, 900 haben wir auf der hohen Kante. Die Rechnung sind 2100. Oh. Also elektrisch ist nicht so wild. Gehalt, okay. Aber Miete, holy shit, 1250. Oh. Das tut so weh. Sagt die Bewertung, 4,78. Sehr cool. Dann heißt es Karten ranbringen. Die Leute müssen Karten kaufen. Weil damit mache ich richtig viel. Und gefühlt level ich dadurch schneller. Also es kommt mir zumindest so vor. Ich meine, in einem Paket dieses Geräusch zweimal zu hören, ist allein schon recht befriedigend, muss ich sagen. Oh, yes! Yes, yes, yes! Mhm.
auch sehr gut. Das ist die normale davon gewesen, ne? Aber die Ex nennt sich die ja. Wieso kauft gerade keiner wirklich was? Ah, doch, da vorne. Ja, wir müssen, glaube ich, den Spagat finden zwischen Sachen kaufen und Rechnung bezahlen. Ja, zweimal. Super schön. Super, super schön. Oh, 50. 10 noch. Das ist cool, das ist cool, das ist cool. Dieses Geräusch. Wäre geil, wenn das so eine 1000-Euro-Karte ist und der nicht nur ein Bing macht, sondern Shitboard. Wäre schön einzubinden, sowas, ja. Auch 600, bald kann man schon die Rechnung bezahlen. Aber ich glaube, ich mache das erst am nächsten Tag. Heute erstmal noch ein bisschen sammeln, vielleicht noch ein bisschen was einkaufen. Weil das haben wir safe an Tag 51 zusammen. Mehr, Papa braucht mehr. 1, 2, 3, 4. 4 Karten wollt ihr? 1, 2, 3 und 4. Was hat denn mein Buch eigentlich für einen Wert? 3780 Tacos? Okay, da müssen wir gleich mal reingucken. Warum ist das so viel? Habe ich irgendwas übersehen? Irgendeine Karte? Moment mal. Eis. Ganz wichtig. Nächste Seite. Ja, die sind immer noch bei 6 Euro. Guck mal, die habe ich teilweise 6 Mal. 10 Mal. Das sind 50 Euro. Ich habe hier noch richtig viel Kohle rumfliegen. Aber was mache ich halt damit? Habe ich was vom Schicksal? Habe ich noch was vom Geist? Nee, es ist wirklich nur das, wo ich so einen Wert habe. 3700 Tacken. Kann ich damit noch irgendwas machen? Machen wir mal ganz, ganz billige. Wie viele Karten machst du eigentlich rein? 100? Ja, steht darüber. 100 Karten. Man muss nur lesen können. Ich meine, damit machen wir richtig Verlust, ne? Mit diesen Boxen. Aber ich will sie weghaben. Licht, bitte. Okay, 2500. Oh mein Gott, die Boxen sind alle. Gib mir davon mal 2, bitte. Hiervon auch nochmal 2. Was brauchen wir noch? Die brauchen wir auch wieder. Das ist das Zubehör. Ey, du kriegst so schnell die Kohle rein. Die habe ich. Die haben wir. Lila. Kann ich das noch mit dahin packen? Ne, ist voll. Wurde die noch nicht einmal verkauft? Oh! Die sehen doch so cool aus. Wo sind die Geisterdinger, die ich irgendwo hingepackt habe? Da. Okay, mehr brauche ich aktuell nicht. Dann kaufen wir das ein. 900. Ab in die Ecke.
So, die kriegt er natürlich direkt wieder. Weil ihr die anscheinend lieben tut. Lieben tut. Komm. Mehr davon aufstellen. Okay. Vielleicht ein bisschen viel davon angekauft. Aber ich denke, die werden wir verbrauchen auf jeden Fall. Ich denke, das verbraucht sich automatisch. Genau sowas hier. Ich glaube, wir haben richtig viel EP gemacht. Ist schon bei 3900 wieder. Also 24 ist auch nicht mehr weit weg. Wo sind die Hits? Da muss ich nur beschweren. Dann kommen sie von ganz allein. Was kauft ihr denn so? Und braucht ihr noch Karten? Wir haben eine ganze Menge. Wenn ich die so in Masse ausstellen könnte, wäre cool. Es ist schön, wenn der Laden so voll ist. Guckt euch das mal an. Wir haben mit einem Regal gestartet. Gut, jetzt sind wir an Tag 50, aber trotzdem. Es ist schon sehr, sehr stark. Hier brauchen wir wieder neues Spray. Generell Spray nochmal kaufen. So, Box ist leer. Schnell noch ein paar Packs öffnen. Dip, 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 dip. 2400 zusammen. Ja, Rechnung zahlen wir morgen. Da habe ich auch keine Lust mehr zu. Müssen sie ein bisschen hinauszögern, ne? Auch 10 Euro. Wir müssen ja nicht zu früh bezahlen. Ich meine, theoretisch können wir jeden Tag auch bezahlen. Aber warum soll ich meinen Angestellten jeden Tag Geld geben? Ja. Eigentlich, warum gebe ich ihm überhaupt so viel Geld? Er ist noch recht langsam. Okay. Komm her, die machen wir. Die machen wir. Geh weg. Gute Nacht. 114 Euro für so ein paar Booster. So, was hast du? Oh, wunderschön. 225 Tacken. Vielen Dank. Ciao. Habt ihr auch noch was? Nein, habt ihr nicht? Alles klar. 7 und so viele Kunden nur. 3100 LP ist gut. 2000 Profit. Wunderbärchen.